von mir schönen guten Tag. Der Gedanke der Trennung der Staatsgewalten zeigt sich im österreichischen Verfassungsrecht, insbesondere in der organisatorischen Trennung von Gesetzgebungs- und Vollzugsorganen. Das ist gut so und an dem soll auch nicht gerüttelt werden. Das ist insbesondere auch ein Grund, warum Nationalratsabgeordnete nicht im COFAG-Beirat vertreten sind und auch in Zukunft nicht vertreten sein werden, so wie sich die Regierungsfraktionen das immer wünschen, beziehungsweise als Nebenbedingung zur Einrichtung eines Covid-19-Unterausschusses formulieren. Der COVAG wurde die Erbringung von Dienstleistungen und das Ergreifen von finanziellen Maßnahmen übertragen, die zur Erhaltung der Zahlungsfähigkeit und der Überbrückung von Liquiditätsschwierigkeiten von Unternehmen im Zusammenhang mit der Corona-Krise geboten sind. Das sind klassische Akte der Vollziehung, nicht der Gesetzgebung. Es ist auch nicht die Aufgabe eines Nationalratsabgeordneten, der Auer oder anderen Unternehmen Überbrückungsgarantien zu gewähren. Und es ist auch nicht Aufgabe eines Nationalratsabgeordneten im COVAG-Beirat zu sitzen. Aber genau das wollen die Regierungsfraktionen. Nationalratsabgeordnete sollen im COVAG-Beirat sitzen, an Akte der Vollziehung teilhaben und dann im Covid-19-Unterausschuss, den es leider immer noch nicht gibt, so zu tun, als ob sie von nichts wüssten und im Parlament dann diese Akte der COVAG kontrollieren. Im Beirat gibt es nämlich eine Verschwiegenheitsverpflichtung nach dem Bankwesengesetz. Das heißt, all das, was ein Nationalratsabgeordneter im COVAG-Beirat erfahren würde, dürfte er nicht verwenden und müsste so tun, als ob er es nicht wüsste, wenn er letzten Endes Kontrolle ausübt im Covid-19-Unterausschuss, den es bedauerlicherweise noch immer nicht gibt. So sieht Kontrolle und Transparenz aus Sicht der Regierungsfraktionen aus. Die Nationalratsabgeordneten werden aber ganz sicher nicht das Feigenblatt für einen zahnlosen COVAG-Beirat bilden. Es ist eine der wesentlichsten Aufgaben eines Nationalratsabgeordneten, eine Kontrolle der Regierung auszuüben, obwohl, wie wir wissen, Regierungsfraktionen das zu verhindern suchen. Die Konstruktion der COVAG an sich ist bereits eine Umgehungskonstruktion, um die parlamentarische Kontrolle zu umgehen. Daher haben 85 Abgeordnete des Hohen Hauses sich dazu entschlossen. Ich möchte mich bei dieser Gelegenheit bei der Kollegin Doppelbauer bedanken, die hier die Initiative gesetzt hat und natürlich auch bei meinem Abgeordnetenkollegen Greiner. Und diese 85 Abgeordnete haben sich dazu entschlossen, die Bestimmungen des APAG-Gesetzes und die Bestimmung des Covid-19-Förderungsprüfungsgesetzes beim Verfassungsgerichtshof wegen Verfassungswidrigkeit zu bekämpfen. Wir sind der Meinung, dass die Ausgestaltung der Vergabe der Covid-19-Unterstützungsmaßnahmen und auch die Kontrolle verfassungswidrig sind. Die Verfassungswidrigkeit ergibt sich hier im Wesentlichen aus Überlegungen zu zwei Themenkomplexen. Auf den ersten ist die Kollegin Doppelbauer schon eingegangen. Die Vermischung von hoheitlichen und privatwirtschaftlichen Handlungsformen, vor allem in Verbindung mit mangelnden Rechtsschutzmöglichkeiten. Es gibt hier keinen Bescheid, der bekämpfbar ist. Man wird auf den Zivilrechtsweg verwiesen. Und zweitens die nicht ausreichende Determinierung von gesetzlichen Grundlagen für die zu erlassenden Verordnungen. Vielen Dank.